Von da hinten kam der Busfahrer, angeblich aus Wiesbaden und schon 15 Jahre im Dienst, und fuhr hier in diese Bushaltestelle hinein. Er sollte eigentlich hier rüberfahren, quasi rechts abbiegen, fuhr aber dann geradeaus hier in diese Bushaltestation auf einen weiteren Bus auf. Hallo, hier ist Wim, Freiheit für Wirtschaft, Information und Meinung. Am 21. November fand hier dieses Busunglück statt. Wenn man es als solches bezeichnen darf, was genau passiert ist, wissen wir bis heute nicht. Ganz schnell war die Meldung, dass das auf keinen Fall eine Amokfahrt sein könnte und auf keinen Fall ein Terroranschlag. Man rätselt aber immer noch, und wenn ich hier diese Absperrung sehe, dann, und jetzt schwenke ich einfach mal, hier ist der Bahnhof direkt hinter mir, wenn ich hier das sehe, es ist, als ob es gestern passiert wäre, und es ist ja auch am 21. November passiert, aber was ist denn jetzt genau passiert? Ja, und jetzt gibt es folgende Meldung, nämlich der Busfahrer, der das Ganze hier verursacht hat, der schweigt. Er schweigt sich aus und man weiß immer noch nicht, was genau passiert ist hier. Erwähnenswert ist, dass der Busfahrer seine Fahrgäste hat am Eck aussteigen lassen und die neuen Fahrgäste hat in aller Seelenruhe einsteigen lassen. Und anstatt rechts herum zu fahren, fuhr er dann geradeaus über eine grüne Wiese und auf das andere Bushäuschen zu. Die Schadensbilanz des Ganzen war ein Toter und zwei Schwerverletzte. Und hier hinter mir sieht man den entsprechenden mit Sand abgedeckten, wohl eine Blutlache, die hier wohl war. Und hier die entsprechenden Mitleidsbekundungen. Und das ganze Areal ist hier am Hauptbahnhof. Die Bushaltestation ist nun seit 3-4 Wochen abgesperrt. Und es wird immer noch ermittelt, ja. Und von einer Festnahme des Busfahrers, davon ist keine Rede. Und es gab übrigens 2 Wochen vorher ungefähr ebenfalls einen Busfahrer, der in ein, ich glaube, es war ein Restaurant hineingefahren, oder nein, es war angeblich eine Bremse, die nicht angezogen war. Ja, also der war führerlos. Und hier geht das Gerücht um, aber das stand so nicht in der Zeitung. Es wird hier irgendwie so verbreitet. Wer das verbreitet hat, weiß ich nicht. Der hätte irgendwie Herzprobleme, aber das ist totaler Käse. In der Zeitung stand, der Fahrer wäre leicht verletzt gewesen, und es ist, ja, der Fahrer, er schweigt. Man weiß immer noch nicht, woran es hier lag, was genau der Fall war. Erstmal soweit von hier. Danke für die Aufmerksamkeit.